Hallo erstmal. Ich bin Lars oder auch Pylon und ich habe meine Tasten mitgebracht. Das ist eine komplette Kollektion Easter Egg Tassen der vergangenen, mittlerweile mehr als 20 Jahre von 2001 angefangen. Und zu jeder Tasse habe ich so ein bisschen Historie mitgebracht. Aber zuerst möchte ich erstmal fragen, wer außer mir war auf allen Easter Eggs? Ich weiß, Deutschland hat es gestern schon mal in der Einführung gefragt. Wer war bei allen dabei? Wie viele Hände gehen jetzt hoch? Eine. Ich weiß, dass es noch eine zweite Person gibt und möglicherweise noch eine dritte. Das ist noch nicht ganz klar, aber ach, da drüben, zweite Person, wunderbar. Also, ich bin nicht alleine damit. Es gibt noch mehr Personen, die alle Tassen im Schrank haben. Perfekt. Von daher, ja, fangen wir einfach doch mal richtig an. Easter Egg. Was ist dieses Easter Egg? Und ich habe mal so in meinen E-Mails gegraben, nicht wundern, ich habe da so ein Privatarchiv. Und da gab es vom 15. März 2001 eine E-Mail, die vom Sebastian hier aus Hamburg stammte und an den internen CCC-Kreis bzw. an die Chaos-Stress-Liste ging. Easter Egg Hamburg, Ostern 2001. Vom 13. April, Freitag, bis zum 16. April, Ostermontag, findet im Eidelstädter Bürgerhaus in Hamburg das neue Frühjahrstreffen des CCC statt. Anders als der Kongress, Kongress damals 2001 hatte auch dann schon die 17 hinter sich gehabt. Anders als der Kongress ist dieses Treffen workshop-orientiert. Die Workshops dauern in der Regel einen ganzen Tag oder länger. Das bedeutet, die Themen werden in einer größeren Tiefe erarbeitet. Dafür gibt es weniger Breite, das heißt weniger Themen, an denen der Besucher teilnehmen kann. Gendern war damals noch nicht so drin, ne? Aufgrund des Charakters dieses Treffens wird es deutlich weniger Teilnehmer geben, etwa 200. Ich glaube, knapp so viele sind inzwischen hier im Raum, ne? Nicht ganz, 150 glaube ich. Deshalb ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich. Die Anmeldung ist jetzt eröffnet. Um allen Leuten im chaosnahen Umfeld die Möglichkeit zu geben, einen Platz zu bekommen, wird bis zum Wochenende noch keine allgemeine Veröffentlichung gemacht. Danach erscheint eine Ankündigung auf www.ccc.de und Chaos Update. Chaos Update war eine Mailingliste damals, ich glaube, die gibt es heute gar nicht mehr. Wer also sicher teilnehmen möchte, sollte sich so bald wie möglich anmelden. Weitere Informationen an Anmeldung unter hamburg.ccc.de EH 2001. Das war also etwa einen Monat vorher. Mit so viel Vorlaufzeit wurde dieses erste Easter Egg angekündigt. Ein paar mehr Informationen gab es dann auf der Webseite. Was ist das Easter Egg in 2001? Ein Arbeitstreffen von Projekten im Umfeld des Chaos Computer Clubs. Learning by Doing, Blick über diverse Tellerrände, Familientreffen der Szene, klein, fein, gemütlich, Ostern. Und mir ist aufgefallen, ich weiß gar nicht, was der richtige Artikel für Easter Egg ist. Ich sage in der Regel der oder das, aber ich höre viele die sagen. Also nicht wundern, wenn ich der oder das sage, die ist vermutlich auch in Ordnung mittlerweile, die Easter Egg. Nehmt, was ihr wollt. Das passt schon. Was auch interessant war beim Easter Egg ist, dass es viel Amateurfunk immer gab. Dadurch, dass die Gründer, Pirks, Sebastian gerade schon gesehen und Migri auch Funkamateure sind oder sehr nah damit verbunden sind und auf diesen Kongressen, die ja dann seit 1998 in Berlin stattfanden und nicht mehr in Hamburg, gab es einfach keinen Platz mehr. Also das Haus am Kölnischen Park, was damals verwendet wurde, hatte nicht diesen Platz, um irgendwie Antennen aufzubauen. Deshalb wurde das Ganze dann so in Richtung Easter Egg ausgelagert und bis auf ganz wenige Ausnahmen wurden tatsächlich auch immer irgendwie Antennen aufgebaut. Deutsch hatte da auch schon irgendwie gestern mal kurz von erzählt. So, was ist jetzt anders beim Easter Egg?
Oder was ist eher anders im Gegensatz zum Chaos Communication Kongress? Ich denke, das war gestern auch schon in diese Checkliste mit drin. Ne? Deshalb nicht wundern, dass das ein bisschen gedoppelt ist hier, aber wer gestern bei der Öffnung nicht dabei war, kann das gerne auch mal mitnehmen. Es gibt nur Workshops zum selber gemeinsam tun, kaum Vorträge. Das werden wir nochmal sehen im Laufe der Zeit, wie es sich entwickelt hat. Die Workshops dauern in der Regel einen ganzen Tag oder länger. Das bedeutet, die Themen werden tief und so weiter, hatten wir gerade schon. Wir werden deutlich weniger Teilnehmer haben, die 200, und Platz ist begrenzt und wir können auch keinen mehr reinlassen. Und es gibt kein Hackcenter. Und kein Internet. Ausrufezeichen. 2001. Aber zur aktiven Teilnahme an den Workshops ist das Mitbringen von eigenen Rechnern. Damals sprach man noch nicht von solchen Mobilgeräten. Ja, doch, gab schon ein paar, aber die meisten waren ja doch irgendwie noch Desktop-Rechner. Ist das Mitbringen von eigenen Rechnern möglich und je nach Thema erwünscht. Intranet und Funklan sind vorhanden. Tatsächlich WLAN im Clubumfeld gab es zum ersten Mal auf dem Camp 99. Wer sich erinnert, das waren dann irgendwie so diese Orinoco-Silberkarten, die auf Gold irgendwie upgradet wurden, damit es irgendwie 128-Bit-Verschlüsselung gab. Alte Zeiten. Man muss sich vorher anmelden. Das war auch ganz wichtig, heute ja immer noch so, vorher anmelden, weil wir haben einfach nur begrenzten Platz. Damit es nicht so überlaufen wird wie andere Veranstaltungen und vor allen Dingen, damit man auch keine weiten Strecken reist, um dann zu erfahren, es ist voll. Wer früher schon, also so, man sagt, glaube ich, alt ist und schon bei den Kongressen früher dabei war, wird sich erinnern, dass es dann irgendwie auch so bei Heise zum Beispiel getitelt wurde. Freaks, die mit Computertowern, Bildschirmen, Laptops und anderen digitalen Gadgets bepackt geduldig über eine halbe Stunde anstehen. Das war zum 19C3, also aus dem Jahr 2002. Haus am Kölnischen Park, das ging dann irgendwie so einen halben Block rum, damit man überhaupt reinkommen kann. Und tatsächlich damals noch so Monitore und irgendwie Tower-PCs dann durch die Gegend schleppen. Ich meine, heute ist es ein bisschen ähnlich. Die Kassenschlangen sind nicht mal so lang. Danke an alle, die da irgendwie mitgewirkt haben, dass es so kurz mittlerweile geht. Aber wenn ich so ins Hackcenter schaue, da wird auch mittlerweile anderes Geraffel angeschleppt, irgendwie so 3D-Drucker-Krams und was weiß ich noch alles. Viel hat sich auch nicht geändert, nur der Rechner ist kleiner geworden. Was ist noch beim Easter Hack anders? Frühstück, ihr kennt es. Und da kam es auch dann ja zu der Tasse quasi. Es gibt ein Frühstücksbuffet, stand in der Ankündigung, welches im Eintrittspreis enthalten ist. Das Früh in Frühstück wird sehr großzügig ausgelegt. Jeder Gast bekommt eine Easter Hack Tasse. Mit dieser nutzt man während der Veranstaltung die Kaffee Flatrate. Easter Hack 2001 Tasse. Nach der Veranstaltung hat man eine schöne Erinnerung und vielleicht eine neue Lieblingstasse. Sind ein paar geworden. Die Texte übrigens stammen aus der Datenschleuder 93. Die ist aus dem Jahr 2008. Autoren waren Pallas und Maha, du hast das geschrieben. Stehst du hier? Danke, dass du das auch mal zusammengefasst hast damals. Ist schon ein paar Jahre her. Und ihr wisst ja, was im Print erzeugt ist und steht, ist wahr. Ne? Also von daher passt alles. So, ich nehme euch jetzt mal mit auf einen Ausflug. Quasi zu jedem Easter Hack. Wie viel Zeit habe ich? Ist noch was danach hier? Okay. Easter Hack 2001. Ja, ich habe leider das Logo nicht in dem Blau gefunden. Irgendwie war nur schwarz-weiß damals im Internet. Aber es war eigentlich ein Blau. Und das Motto war Funken und WLAN. Ich habe so ein bisschen Statistik zu jedem Easter Hack hier aufgeschrieben. Datum war, hatten wir vorhin schon eine Ankündigung gelesen, 13.04. bis 16.04. 2001 natürlich. Und Tage nach Frühlingsbeginn, also ne, kennt ja Osterformel irgendwie, der erste Sonntag nach dem ersten Vollmond nach Frühlingsbeginn, aber nicht der 21.03. Und der Ostersonntag war dann 24 Tage nach Frühlingsbeginn. Die Tage, die seit dem letzten Easter Hack vergangen sind, waren null zu dem Zeitpunkt. Und wir befinden uns in Hamburg im Eidelstädter Bürgerhaus. Die Location ist bekannt. Also ist nicht diese hier, ne? Für die, die jetzt zum ersten Mal beim Easter Hack dabei sind. Es gab früher schon mal welche in Hamburg. Die fanden dann im Eidelstädter Bürgerhaus statt. Das Eidelstädter Bürgerhaus hatte den Kongress, Chaos Communication Kongress 1984 bis
1997 beherbergt, mit Ausnahme 1990, da war da ein Bikinihaus in Berlin. Oder war es 91? Weiß ich auch nicht mehr. War auch noch auch von meiner Zeit. Ich bin erst Mitte der 90er dazugekommen. Genau, Eidelstädter Bürgerhaus, das heißt, das Gebäude war im Grunde schon bekannt. Es gab da zwar mal einen Umbau zwischendurch schon, aber letzten Endes so ganz viel hat sich nicht geändert. Es ist übrigens das nördlichste Easter Egg bisher, also wenn man so Koordinaten nimmt, das nördlichste. Es gab ungefähr 200 Teilnehmende und hat 70 deutsche Mark gekostet, also ein bisschen älter. Ich muss auch dem Archive.org-Projekt danken für die Wayback-Maschine. Diese Webseiten gibt es leider nicht mehr. Und da gibt es auch morgen nochmal einen Workshop, um solche Sachen auch zu archivieren. Morgen 17 Uhr im Workshop-Raum für das Workshop-Projekt des Clubs, dass auch solche Sachen nicht verloren gehen. Ja, mal so einen kleinen Eindruck. Es gibt ein paar Bilder. Ich habe selbst welche gemacht damals, auch irgendwie von den anderen Veranstaltungen. Manche Bilder habe ich damals auch schon irgendwie einfach runtergeladen und in meinem Privatarchiv hier gelagert. Ich kann manchmal gar nicht mehr sagen, von wem ich ein Bild genommen habe. Aber ich denke, das Fair Use hier für diese Veranstaltung sollte das mit beinhalten. Ja, unten rechts... Wir haben auch, ja, bei manchen Personen kommen dann überschwängliche Erinnerungen hier hoch mit Eidelstedt. Wunderbar. Das freut eins doch sehr. Wir haben auch gekocht in der Küche. Dort gab es eine Küche. Ähnlich geht es ja heute auch noch mit dem Frühstück, aber gab auch ein bisschen mehr Kochmöglichkeiten dort. Und es war auch die letzte Veranstaltung tatsächlich, Ostern 2001 mit Wau Holland übrigens. Also er war noch auf dieser Veranstaltung dabei. Und das ist auch so ein bisschen Wau's Schuld unter anderem, dass dieses Easter Egg zu einer Wanderveranstaltung wurde. Auch wieder aus dem Datenschleuder-Artikel, kurz mal vorgelesen. Das Easter Egg war zunächst als einmalige Veranstaltung geplant. Der Erfolg war jedoch so groß, dass von mehreren Seiten eine Wiederholung gewünscht wurde. Als dann Fülon, sorry, der damals zum Chaosdorf gehörte, Düsseldorf, fragte, ob das Easter Egg in Hamburg bleiben würde oder vielleicht auch woanders stattfinden könnte, wurde prompt Düsseldorf als nächstjähriger Veranstalter auserkoren. Im Artikel steht jetzt leider drin, aufgrund guter Zurede durch Wau Holland nahm Düsseldorf an. Also die gute Zurede bestand darin, dass Wau hinter mir saß, seine großen Pranken in meinen Nacken legte und sagte, wir sehen uns nächstes Jahr in Düsseldorf. So lief das damals, genau. Und die drei Personen, die das Easter Egg quasi mitgestartet haben, sagten auch, wir machen das so. Und so ist es dazu gekommen, dass halt das Easter Egg wanderte. Denn das ganze Ding hatte auch dann vereinsstiftende Wirkung. Ja, wo hat das Easter Egg bisher stattgefunden? Man könnte jetzt einfach irgendwie eine Karte einblenden oder irgendwie Städte runterzählen. Ich habe es mal nach europäischen Flüssen sortiert. An der Alster oder auch an der Elbe fand es jetzt schon, oder mit diesem hier jetzt schon 7-mal statt, also hier in Hamburg, am Rhein, wir hatten gerade schon gehört, Düsseldorf, Köln hat es schon stattgefunden, in Basel, liegt übrigens auch am Rhein, ist aber nicht bei Deutschland. Am Main ein Zufluss, ein rechtsrheinischer Zufluss, in Mülheim am Main und in Würzburg. Und dann am Neckar nochmal ein rechtsrheinischer Zufluss in Stuttgart. Und dann fand es an der Parder, dem kürzesten Fluss Deutschlands, statt mit 4 Kilometern Länge in Paderborn. Die fließt dann direkt danach in die Lippe und die fließt dann auch wieder in den Rhein. An der Donau fand es bisher 2-mal direkt in Wien statt. Und Regensburg steht da schon noch in Kursiv dran, das habe ich gehört und gelesen, wird wohl die nächste Veranstaltungslocation sein. Jetzt kriege ich kein Hotel mehr, verdammt. An der Isar in München hat es 2-mal stattgefunden. An der Salzach in Salzburg und dann an der Oker, die in die Aller reinfließt, die dann in die Weser reingeht, in Braunschweig. Oder, okay, nehmen wir doch eine Karte. So sah es dann auf der Karte schon mittlerweile aus. Man sieht Hamburg hier, nördlichste Location, Düsseldorf, die westlichste, südlichste ist dann in Basel gewesen, das östlichste in Wien.
und hat sich doch ganz gut verteilt. Man sieht aber auch, so der Osten Deutschlands zumindest ist sehr schwach ausgestattet. Da hat bisher keins stattgefunden. Gibt Chancen dafür, Leute, wenn ihr da irgendwie aus diesen coolen Städten seid, die auch coole Chaos-Treffs oder Erfa-Kreise oder so haben, überlegt mal, ob ihr nicht vielleicht ein Easter Hack organisieren wollt. Ja, da gab es auch mal einen Kongress, vollkommen richtig. Das gab es in Berlin mal eine ganze Zeit lang. Es gab auch in Leipzig eine Zeit lang einen Kongress. Naja, aber gibt ja auch andere schöne Städte dort irgendwie. Okay, wir wissen, es ist eine Wanderveranstaltung. Der nächste Ort ist Düsseldorf. Das Easter Hack in Düsseldorf. Ich habe sogar hier noch ein T-Shirt an. 2002. Die Tasse, also eigentlich ein sehr cooles Design. Das einzige Problem ist, deshalb packe ich die auch gerade so vorsichtig an, der Henkel bricht sehr schnell ab. Also hier ist er noch dran, aber ich habe schon gesehen beim Spülen, dass die Unterseite, wenn man da leichte Bruchstücke hat, ne? Und die meisten Personen, die so eine Tasse irgendwo im Schrank haben, die haben auch keinen Henkel, die hat keinen Henkel mehr dran. Dass das T-Shirt so gut erhalten ist, vielleicht habe ich nicht nur eins. Das ist halt, ja, ist halt eine Easter Hack, die ich mitorganisiert habe. Ist nicht das Einzige, was ich mitorganisiert habe. Aber kurz zu den Fakten. Also stattgefunden hat es vom 29.03. bis zum 1.04. Und es war 9 Tage nach Frühlingsbeginn. Seit dem letzten Easter Hack sind 347 Tage vergangen. Das war die Vorbereitungszeit dafür quasi. Und das, die Location selbst ist das Haus der Jugend in Derendorf gewesen. Und es gab etwa 250 Teilnehmende für einen Preis von zu dem Zeitpunkt dann schon 35 Euro. Also ne, man hat die 70 einfach ne, durch 2 geteilt und den Kleinkram wechseln lassen und kam dann darauf. Ja, die Webseite, oder es gibt tatsächlich noch eine Webseite, die auch erreichbar ist. Da gab es ein gutes Archiv davon. Von daher, das passt und freut mich, dass wir da noch Informationen zu finden. Von den Räumlichkeiten her, es gab eine große Turnhalle, viele kleine Räume und es gab auch Internet. Die Glasfaser ist so quasi direkt kurz vorher noch gelegt worden und geschaltet worden, so dass man auch Internet dort anbieten konnte. Ja, mal ein paar Bilder, ne? So diese Turnhalle, das sah am Anfang nur so schön ordentlich dort aus. Das Chaos hat sehr schnell Einzug dort gehalten, was auch gut ist. Workshop-Räume mal leer oder auch halt mit Projektionstechniken, die wenigen vertraut sind, außer die noch zur Schule gehen. Cafeteria, Frühstück, Breakfast, Film, Chill, Laber, Mittagessen, Lunch. Zu Wartungszwecken werden sie hier wieder überwacht. Es besteht keine Gefahr, Köln ist 40 Kilometer südlich. Und es gab einen Chipkartenhack auf dem Easter Hack, eine Pressemeldung. Also Chipkartenhack sah dann so aus. Dieses komische Gerät, was da unten irgendwie läuft, ist eine sogenannte D-Box 2. Mit der konnte man Fernsehen gucken, so Linearfernsehen gegen Bezahlen. Ich weiß gar nicht, gibt es das Ding überhaupt noch? Gibt es Linearfernsehen noch? Und OS 2 ist ein Betriebssystem. Ich glaube, das wird auch noch im Bankenumfeld eingesetzt, also häufig noch oder nicht mehr so häufig. Zumindest war es damals sehr häufig im Bankenumfeld. Ja, und die Pressemitteilung lautete dann, jetzt muss ich unsere Tagesschau-Stimme aufsetzen. Mit der D-Box 2 des Münchner Bezahlfernsehsenders Premiere World ist es möglich, Geldkarten aufzuladen. Wie der Erfa-Kreis Düsseldorf des Chaos Computer Club meldet, wurde während eines Treffens von Hackern eine modifizierte D-Box 2 präsentiert, die den für Geldkarten vorgesehenen zweiten Chipkarten-Slot zum Aufladen nutzt. Dazu wurde das Betriebssystem OS 2 auf die D-Box 2 portiert. Ich hoffe, ich habe gerade gut aufgepasst und euch das Datum gemerkt, an dem diese Veranstaltung stattfand und könnt euch da noch eine weitere Meinung so einholen, ob diese Meldung auch tatsächlich so stattgefunden hat.
Nichtsdestotrotz, es wurden auch Aktivitäten durchgeführt. Oben rechts in der Ecke sehen wir Vorbereitungen für die erste CCC-Demo, die auch im Jahr 2002, ich glaube zwei oder drei Wochen später, nach dem Easter Hack stattgefunden hat. Da wird gerade das Plakat produziert, freie Bits für freie Bürger. Es ging um das Thema Netzzensur und wenn man so ein bisschen nachverfolgt, die vorige Sendung hier war das Logbuch Netzpolitik, scheint Netzzensur immer noch ein Thema zu sein. Verfolgt den Club jetzt auch schon irgendwie seit ewigen Jahrzehnten. Das Easter Hack 2003. Die Tasse dazu. Eine der robustesten Tassen, die beim Easter Hack ausgegeben wurden. Spülmaschinenfest. Das Logo ist eingebrannt. Es hat einen Frosted Look, sehr großartig. Und es hat ein AHA-Qualitätszertifikat. Das Motto des Easter Hacks lautete The Workshop Weekend. Es fand vom 18.04. bis zum 21.04. statt, 2003. Das heißt 29 Tage nach Frühlingsbeginn und es vergingen 382 Tage seit dem letzten Easter Hack. Wieder im Eidelstädter Bürgerhaus und mit etwa 52 Teilnehmenden. Der Preis lag dann schon bei 50 Euro, ein bisschen teurer geworden. Mehr Informationen findet man mal wieder auf archive.org in der Wayback Machine. Location, wie gesagt, kennen wir schon. Es wurde ein bisschen mehr WLAN-Gedöns gemacht. Irgendwie rausgehen, gucken, was man irgendwie so mit WLAN alles machen kann. Modern war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch das Linux-Waschmittel. Und wer schon so lange dabei ist, kann sich auch an den goldenen WC erinnern. Wer das Netzwerk kaputt machte, hatte dann den Kloreinigungsjob gewonnen. Ich weiß nicht, wird das heute immer noch so hier gemacht? Hat das NOC noch solche schönen Jobs zu vergeben? Offensichtlich nicht mehr. WLAN wird nicht mehr oder Netzwerk nicht mehr kaputt gemacht. Schade. Traut euch. Ist das eine Einladung? Ja, warum nicht? Toiletten können auch wieder gereinigt werden. Gut, 2003, ich habe nicht allzu viele Bilder davon. Es wiederholt sich auch häufig halt, was in Hamburg ist. Von daher hüpfe ich einfach mal weiter zum nächsten Event. Ja, ich sollte. 2004, Easter Egg 2004. Die Tasse ist die einzige Tasse tatsächlich, die einen Thermoeffekt hat. Das heißt, beim Einfüllen von Heißgetränken wird dieser Hase quasi gelb und das Logo erscheint. Der Effekt funktioniert leider nicht mehr so gut nach 20 Jahren, knapp 20 Jahren. Aber zu dem Zeitpunkt damals war es tatsächlich schwarz, so ein richtig schwarzer Hase. Und es gab dann auch diesen schönen Spruch, lasst mich durch, mein Hase ist schwarz. Wenn der Kaffee mal wieder leer oder kalt war. Du hast noch erneut. Nein! Für dich eine Tasse in Mint-Condition. Wow! Mint-Condition original verpackt. Das ist übrigens. Ey. Magic Print. Oh, Moment, ich tausche direkt aus. Übrigens, danke, Ray. Du hast ja damals das Easter Hack mitorganisiert und bist auch eine der wenigen Personen, die tatsächlich alle Easter Hacks mit teilgenommen haben. Oh, ich sehe gerade das Magic Quality Certificate. Das ist gar nicht von 2003 gewesen, das ist von 2004 gewesen. Upsa. Oh, jetzt löst sich das alles wieder auf. Ja, es ist schon ein paar Tage her. So, die Location selbst. Ach nee, Quatsch, gehen wir erst mal die Fakten durch. 9.4. bis 12.4. Hatte jetzt kein extra Motto, einfach Easter Hack 2004. Tage nach Frühlingsbeginn 20, seit dem letzten Easter Hack sind 354 Tage vergangen. Und es fand im Eine Welthaus in München, welcher Stadtteil ist das? So ziemlich zentrumsnah, Bahnhof war, glaube ich, Hauptbahnhof direkt irgendwie hinten dran, ne? Ich meine, es waren so 200 Teilnehmende. Meine Erinnerung kann mich trügen, aber es ging, glaube ich, auch nicht allzu viele mehr in dieses Gebäude rein.
Preis betrug 45 Euro. Wer Vorkasse mit Überweisung gemacht hatte, durfte ein Skonto von 3 Euro berechnen, also 42 Euro. Passte dann auch wieder alles. Und tatsächlich, die Webseite existiert auch noch. Einziges Manko an der Veranstaltungslocation war, dass man nachts rausgescheucht wurde. Sie blieb halt nicht komplett die ganze Zeit über offen. Auch das Café, in dem es Frühstück gab, war auch nicht die ganze Zeit offen. Aber irgendwie war es gemütlich. Ja, auch die Workshop-Räume, unten rechts sehen wir noch Blinken Area. Also das ist das Modell des Hauses des Lehrers. Manche erinnern sich, da gab es da mal so Blinken-Gedöns drauf und Pong-Spielen und so. Wer das nicht kennt, es läuft ab und zu mal als Doku da drüben im Fernseher, auf dem Fernseher im Foyer. Ja, und das ist mal das geöffnete Teil davon. Also geblinkt wurde da auch schon ganz gut. Und ich meine, es wäre auch eine der ersten Veranstaltungen gewesen, bei der eine Hacker-Tour stattgefunden hat ins Cray Cyber Rechnermuseum. Wo mehrere Crays rumstanden oder PDP-11s, die nicht im Regen standen. Lief der Film 23 schon gestern Abend oder kommt er heute? Oh, der läuft gerade parallel. Okay, wir schalten rüber in den anderen ins Kino und schauen kurz die Szene, wo die PDP-11 im Regen steht. Genau. Ja, und was auch ein Novum war, Eventphone oder das POC gab es mit DECT. Zum ersten Mal. Was interessant ist, dass die Veranstaltung taucht nicht auf der Eventphone-Statistik auf. Der erste Veranstaltung ist eine andere Veranstaltung aus 2004. Aber es gab dann schon diesen geilen Kasten mit irgendwie Eventphone-Gedöns drin und DECT und Kommunikation über Telefon auf Veranstaltungen indoors. Die Funker waren da. Die Funkamateure hatten auch nett was draußen aufgebaut und am 12.04., das war der Montag, hatte ich in einem Vortrag dann so Stimmen gehört und das waren irgendwie so Funkerstimmen, die kamen aus der Lautsprecheranlage so raus und ja, die haben dann offensichtlich mit Einstrahlungen halt den Vortrag gestört. Ich bin dann mal zu den Funkern gegangen, habe gesagt so, ihr stört hier gerade den Vortrag. Macke schaute mich an. Wann war das denn? Ich sagte so, ja, vor 3 Minuten. Nimmt so einen Zettel, füllt den aus und sagte, danke für die Empfangsbestätigung. Ich war zu dem Zeitpunkt... Ich war zu dem Zeitpunkt noch selbst kein Funkamateur, das kam erst 2,5 Jahre später, aber das war meine erste Empfangsbestätigungskarte. Und was ich ziemlich cool fand, war, es gab eigene Karten für die Empfangsbestätigung zum Easter Hack alleine nur, auch in Englisch gehalten, weil ja auch weltweit gefunkt wurde. Und zu dem Zeitpunkt war das Easter Hack, wie wir rechts sehen, noch die zweitgrößte Veranstaltung des CCC. Ich glaube, das ist mittlerweile von der GPN getoppt. Ja, war eigentlich ziemlich nice. Also, ja, Funker, verrückt wie immer. So, 2005, das wird der Weg schon länger hier, auch wieder eine Tasse ähnlich im Design von 2003, interessanterweise schon mit QR-Codes, das ist zu dem Zeitpunkt wohl schon irgendwie in gewesen. Ziemlich geiles Blau, muss ich sagen. Das Einzige ist, ich habe noch eine zweite Tasse davon und die ist auch sehr häufig noch im Einsatz bei mir. Kommt auch in die Spülmaschine, Logo ist noch nicht abgegangen, aber es gibt ab und zu mal so kleine Kratzer und so, die sieht man auch sehr stark dann halt auf der Tasse selbst. Ansonsten, coole Sache, hält echt ordentlich was aus. Ja, Location, oder beziehungsweise, ja, gehen wir kurz da durch. Workshop-Weekend gab es auch kein eigenes Motto, 25.03. bis 28.03. recht früh im Jahr, 5 Tage nach Frühlingsbeginn. Es gab jetzt aber auch nur 347 Tage seit dem letzten Easter Hack. Eidelstädter Bürgerhaus ist wieder die Location. Und es waren so etwa 300 Teilnehmende schon dabei. Zu einem Preis von etwa 50 Euro. Webseite existiert noch und ich hatte auch in der Statistik vom POC, was ich gerade genannt hatte, herausgefunden, dass es 76 DECT-Nummern vergeben gab. Also schon ein großer Anteil von den 300 Leuten ist dort mit dem Telefon aufgeschlagen. Es gab auch recht viel
Telefoniegedöns dort, auch Festnetz. Ich glaube, da wurden auch irgendwie PBX-Geschichten irgendwie gemacht. Sieht man da drüben auch noch, wenn ihr rausgeht drüben, beim POCWA vorbeischaut, gibt es auch mehr als nur DECT. Auch kurz mal zwischendurch so ein Lageplan vom Eidelstädter Bürgerhaus auf der rechten Seite. Wir hatten halt im Erdgeschoss den Außenbereich und das Café bzw. zwei Cafés. Wir haben den Workshop-Raum unten gehabt und eine Küche. Die anderen Räume waren durch feste Veranstaltungen oder feste Gruppen halt belegt. Im Obergeschoss gab es einen Workshop-Raum oder zwei Workshop-Räume. Nock und Pock haben den Workshop-Raum 3 belegt, deshalb steht er da nicht drauf. Die Aula, die findet man auch auf etlichen alten Kongressvideos noch. Und dann gab es die Freifunker und die Funkamateure. Joa. Zu der Tasse ist das Interessante. Ich habe tatsächlich die Tage habe ich so ein Kleinanzeigen-Anzeige gesehen, wo diese Tasse zum Preis von mittlerweile 27 Euro verkauft wird als Rarität und Sammlerstück. Also wenn ich das mal hier so anschaue und alle Tassen zu dem Preis verkauft werden, ist nächste Veranstaltung gesichert. Der beste Workshop auf der Veranstaltung fand am Sonntag um 2 Uhr nachts statt, ging bis 3 Uhr und hieß Einführung in die Sommerzeit. Die Dauer, genau. 2006, die Tasse ist eine schlichte Tasse, könnte aus jeder x-beliebigen Mensa gemobbt sein. Naja, da steht unten drunter ist tatsächlich noch Kaffeebecher 0,29 Liter von einem Gastronomie-Partnerunternehmen, wie auch immer. Diese Veranstaltung hatte wohl etwas Planungsschwierigkeiten, um es mal so auszudrücken. Man sieht es hier auf dem Logo auch noch und auch auf dem Aufkleber, der zur Markierung der Tasse dabei gegeben wurde. Also sprich, das Reinigen ist echt schwierig von dieser Tasse. Durch den Aufkleber, der geht sonst verloren halt einfach. Aber hier ist er noch drauf, hat aber auch schon mittlerweile ein bisschen was abgekriegt. Wien 2006 sollte stattfinden im Flug. Mir wurde gesagt, das Flug ist... Es war früher mal die Toilettenanlage des Praters und mittlerweile ist es irgendwie eine Discoanlage in Wien halt, hat aber irgendwie nicht funktioniert dort und tatsächlich ist dann ganz kurzfristig der Schlüssel für das MetaLab übergeben worden, wo es auch heute noch statt oder heute noch existiert in der Rathausstraße. Haus Nummer 6, glaube ich, ne? Und wie es dann später genannt wurde, es war der Power-on-Selbsttest des MetaLab, diese Veranstaltung. Also die City-Lage war auch recht gut. Aber kurz zu den Fakten. 14.04. bis 17.04. das Motto East Hack. Tage nach Frühlingsbeginn 25, seit dem letzten Easter Hack 382 Tage vergangen. Location hatten wir gerade schon, Teilnehmer, ich glaube, das waren 150 und den Preis, keine Ahnung, weiß ich echt nicht mehr. Wenn jemand noch den Preis weiß damals von der Veranstaltung, ich habe leider keine Überweisung gefunden oder so, ich vermute, das war Zahlung direkt vor Ort und ich vermute, es war im üblichen Rahmen irgendwo zwischen 35, 42 Euro oder irgend sowas in der Ecke rum. Auch Österreich hatte zu dem Zeitpunkt schon den Euro eingeführt. Es gibt auch nicht allzu viele Bilder. Man bedenkt, das ist 2006 gewesen. Das war vor den Zeiten, wo wir alle irgendwie mit einer halbwegs guten Kamera in der Tasche durch die Gegend rannten. Man musste doch noch irgendwie mit anderen Kameras dann Bilder aufnehmen. Aber eigentlich war es schon ziemlich chillig da draußen. Es war schon Frühling geworden. Und was interessant war, war auch der erste Fahrplan, der in einem Pentabath
entwickelt wurde. Also es wurde dann nicht mehr irgendwie Webseiten von Hand gestrickt, um Fahrpläne zu machen, sondern tatsächlich dann auch schon ein Organisationstool genommen, das Pentabar fast zu dem Zeitpunkt schon existierte. Indoors gab es tolle Sitzgelegenheiten zum Aufblasen. Manche haben gute, manche anderen schlechte Erinnerungen daran. Ich glaube, man saß auch sehr schnell auf dem Boden mit den Dingern. Es wurde versucht, ein wenig Beleuchtung zu machen. Es war schon irgendwie interessant geworden. Es wurde sogar dafür gesorgt, dass passende koffeinhaltige Kaltgetränke dort zur Verfügung standen. Gut, klar, war schon eigentlich ganz nett. Also, gut, ganz nett hört sich auch nicht toll an, aber es war interessant. Es war interessant und es war halt so ein kleiner Praxistest fürs MetaLab und es war halt einfach. Also wer heute da reingeht, das wird eine komplett andere Location finden, also als sie damals war. Gut, Räume sind gleich, aber sieht komplett anders aus. Ist halt einfach irgendwie mehr assimiliert worden, ne? Wieder im Eidelstädter Bürgerhaus. Die Tasse selbst. Schönes Logo, es gab auch eine kleine Ausschreibung zum Logo. Ich glaube, Miri, du hattest das Logo entwickelt, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Er nickt gerade da, wunderbar. Er hatte gewonnen. Es gab auch Logos, interessanterweise, die findet man bei späteren Easter Hacks wieder. Die sind sehr ähnlich. 6.4. bis 9.4., das heißt 17 Tage nach Frühlingsbeginn. Und es waren 354 Tage seit dem letzten Easter Hack vergangen. Man sieht auch, das Tastendesign ist tatsächlich etwas anders geworden, ne? Also es ist nicht mehr so wie wir es davor die 2 Jahre gesehen hatten in diesem frosted, gebrannten Design, sondern halt in diesem Fall wieder etwas schlichter. Ich glaube, der Kaffeeinhalt, der Tasteninhalt ist ein bisschen kleiner auch geworden. Ja, vielleicht muss am Kaffee gespart werden. 300 Teilnehmende in etwa für 50 Euro. Ich glaube, für Einzelmitglieder gab es da wieder irgendwie Rabatt und dann Skonto und dann kam man wieder auf 52 Euro, wenn man es überwiesen hat. Ja, Location. Ich meine, wenn man so den Kabelsalat da sieht, ist übrigens gesund, Kabelsalat. Aber wenn man halt so das Eidelstädter Bürgerhaus nimmt, da waren so viele Veranstaltungen drin. Man braucht die Kabel nur auf den Boden werfen. Die haben dann so selbstständig den Weg halt gefunden, wo sie halt hin mussten. Auch das POC oben rechts war wieder dabei. Die Laminiergeräte waren wieder dabei. In diesem Fall mal so ein bisschen Möbius-artig unterwegs. Das müssten auch dieselben Laminiergeräte sein, die schon 2002 in Düsseldorf da waren, wo dann Müsli einlaminiert wurde, irgendwann wurde Käse einlaminiert und dann wurde die Maschine dadurch ein wenig käsiger und musste auseinandergenommen werden, um den Käse wieder rauszunehmen. Ja, aber manche Leute müssen sowas lernen. Und dann gab es auch interessante Wiki-Seiten dazu, unter anderem zum Thema, wo man merkt, dass sich der Club auch ein wenig gewandelt hat. Ich möchte davon gerne kurz mal vorlesen. Easter Hack 07, Rauchen. Wir leben in einer Zeit, in der alle Probleme populistisch durch Verbote und Einschränkungen gelöst werden sollen. Dass dies in den wenigsten Fällen sinnvoll ist und funktioniert, zeigt sich an vielen Beispielen. Hacker-Tools, Killerspiele, Alt-Flat-Rates und natürlich auch bei der aktuellen Anti-Raucher-Hetze. Wir erinnern uns, das waren die Zeiten, wo dann halt auch so Rauchen in Restaurants eingeschränkt wurde zum Beispiel. Ein Verbot ist im Clubumfeld ebenso wenig konsensfähig, wie die Luft einer Hafenkneipe auf dem Easter Hack konsensfähig ist. Nicht geraucht wird deshalb in den Workshop-Räumen während der Workshops. Wenn die Restrauchbelastung, also der Gestank, während der Workshops so schlimm ist, dann wird das auch auf die ganze restliche Zeit ausgedehnt. In der Cafeteria, das meint den Raum Café 1 und das Café 2, wir hatten es gerade gesehen, also die Lounge, die gab es noch mal dahinter als zusätzlichen Raum, ist davon nicht betroffen. Man braucht ja noch einen extra Raum, wo man dann auch rauchen darf. Und in der Aula wird nicht geraucht. Es gibt weder ein Recht auf Rauch, wie es ein Recht auf Rauchfreiheit gibt. Als kultivierte Menschen sind wir in der Lage, Probleme mit Hilfe von Kommunikation zu lösen.
Amen. Also wenn ich mir das so heute durchlese, habe ich das Gefühl, das kann nur von irgendwelchen renitenten Althackern geschrieben worden sein. Vielleicht findet man die heute im Wau-Holland-Stift. Entschuldigung, ihr habt euer Fett schon weggekriegt in der Wau-Holland-Stiftung. Da gab es ja schon mehrere Diskussionen auch schon in der Vergangenheit und ich glaube, das hat sich mittlerweile auch alles gelegt und auch die Raucherdiskussion hat sich sicherlich auch hier gelegt. Ich finde es sehr angenehm, wie das hier auf den Veranstaltungen abläuft, tatsächlich, und das läuft auch ganz gut. Danke, dass ihr euch alle auch daran haltet. 2008, das Easter Egg 2000, der, die, das Easter Egg 2008. Geile Farbe, ja. Das Motto lautet Follow the White Rabbit. Ne? Kleines gelbes Häschen, irgendwie sehr knietlich. Also vom 21.3. bis zum 24.3., zwei Tage nach Frühlingsbeginn. Also ne? Ostersonntag, zwei Tage nach Frühlingsbeginn. Das früheste Easter Egg, was es bisher gab im Jahr. Und das Spannende war, es gab sogar Schnee in Köln. Das ist normalerweise eine der schneefreisten Städte Deutschlands. Es war ein Höllenspaß beim Abbau. Ich habe den LKW gefahren dafür. Und Kölner, wenn es Schnee gibt, gibt es dann wirklich so irgendwie das Treffen der Sommerreifenfahrer irgendwie am Straßenrand. Es war die Hölle, dieses Easter Egg, zumindest der Abbau. Ja, die Tasse, der Henkel bleibt dran, der ist recht stabil, auch spülmaschinenfest. Ich habe noch eine zweite Tasse, die ich schon häufiger in die Spülmaschine reingestellt habe. Das passt ganz gut, bleicht zwar ein bisschen aus, aber an sich bleibt alles drauf. Ist schon mal sehr gut. Es gibt ein paar Tassen, die haben tatsächlich kleine Produktionsfehler drin, so kleine Macken drin und so, aber das gehört einfach dazu. Seit dem letzten Easter Egg sind 347 Tage vergangen und das Easter Egg fand im Bürgerhaus Stollwerk statt. Ja, das ist die alte Schokoladenfabrik. Mit etwa, ich meine, es war ungefähr 600 Teilnehmende. Wir hatten halt auch Vorverkauf gehabt und auch eine Abendkasse. Das heißt, es konnte dann einfach auch noch hingekommen werden. Es musste jetzt nicht unbedingt sich vorher angemeldet werden, sondern man konnte auch einfach reinkommen. In der Planung gab es dann durchaus zwischendurch mal Ideen für das Internet, es gab halt damals noch keine Glasfaser vor Ort oder so, sondern man musste eine Richtfunkstrecke aufbauen. Problem war, da stand ein größeres Kölner Gebäude im Weg, der Dom. Es gab zwischendurch mal Ideen, den abzureißen dafür. Man sieht, das Häschen hat schon mal angefangen damit hier, aber es wurde dann doch irgendwie anders gelöst. Ja, das Gebäude, ich sagte es schon, etwas größer. Das Hackcenter war so, ja, großer Saal, ähnlich fast schon wie hier, so ein bisschen ähnliches Feeling, nur dass es eine Empore gab noch, auf der dann halt zum Beispiel das POC auch wieder stand oder auch ein Chill-Out-Launch war. Ich glaube, da habe ich, ja, rechts unten ist noch ein Bild dazu. War durchaus ordentlich Platz, eine ordentliche Bar auch dabei. Party konnte eh nicht gemacht werden oder zumindest nur am Samstagabend. Wir erinnern uns, Köln ist erzkatholisch, ne? Da ist das so mit Karfreitag, wird es da noch groß geschrieben. Aber Köln war auch nicht die einzige Stadt, die damit Probleme hatte. Das haben wir nachher nochmal. Auch Blinkenzeug gab es wieder. Nicht nur Haus des Lehrers, sondern Arcade in diesem Fall, was in Paris stattfand. Einen kleinen Nachbau natürlich. Gab irgendwie Nähzeugs oder Strickzeugs. Und Funkzeugs, das klappte auch dort, dass tatsächlich auch von dort gefunkt werden konnte. 2009, Easter Egg, wieder in Hamburg, wieder im Eidelstädter Bürgerhaus. Die Tasse, tatsächlich, es gab mehrere Tassenfarben. Ich habe eine gelbe, es gab noch rot, grün und blau. In diesem Fall tatsächlich, weiß ich, also ich habe zumindest aus jedem Jahr eine Tasse, aber ich habe nicht unbedingt von jedem Jahr alle Tassen. Ja, das ist so. Man könnte schon sagen, die Sammlung sei nicht vollständig.
Das E-Section fand statt vom 10.04. bis 13.04. Das sind 21 Tage nach Frühlingsbeginn, 382 Tage seit dem letzten Easter Hack. Etwa 300 Personen wieder dabei, 42 Euro. Und tatsächlich, dieser Preis hat sich stark eingependelt. Gab ganz kleine Ausnahmen noch zwischendurch, aber im Grunde hatten fast alle Easter Hacks danach auch den Preis von 42 Euro dann auch gehalten. Joa, ich habe tatsächlich nicht allzu viele Bilder von der Veranstaltung. Ich denke, das liegt daran, dass sich halt so ein Usus eingeschlichen hat bei den Hamburger Easter Hacks. War so ein bisschen die Luft auch draußen, hatte ich das Gefühl. Irgendwie das einzige Interessante, was ich noch ins Bild habe, ist dieses Pesthörnchen, was aus 1-Cent-Briefmarken aus dem Automaten zusammengebaut wurde. Ein schönes Kunstobjekt, aber so viel mehr habe ich auch nicht mehr davon. Das ist auch wieder so ein Punkt fürs Archiv, falls ihr noch Bilder habt von den Veranstaltungen, gerne bei Dodger melden, damit die halt auch archiviert werden können und wir auch für die Veranstaltung noch mehr Überbleibsel haben. Hüpfen wir weiter ins Jahr 2010. Die Tasse, ich hörte es gerade schon, als ich aufgebaut hatte, sagten auch schon einige so, boah, die ist ja geil. Und ich möchte echt sagen, ich glaube, diese Tasse hat fast schon alles, was hier steht, alle Rekorde irgendwie gebrochen. Sie hat einen praktischen Henkelclip. Und beim Runterfallen geht sie nicht sofort kaputt. Nee, ich glaube, die ist Thermos, die Cut. Also du sagst gerade, der Kaffee wird schnell kalt. Ich meine aber, das ist ein bisschen thermosartig. Also das ist ein bisschen dickwandiger. Von daher sollte noch doppelwandig sogar. Ja, sollte noch ein bisschen was aushalten. Ich weiß nicht, ob auf Vakuum gezogen ist da drin, aber zumindest sollte was aushalten. Aber das war nicht alles, denn zu der Tasse gab es noch einen Badge dazu. Und ich denke, das war der Auftakt Das war der Auftakt zu einer ganzen Serie an Badges, die aus dem Münchner CCC dann stammte. Also wir erinnern uns auch an diverse Camp-Badges, die daher stammten, und auch andere haben es dann später kopiert. Aber das war so der Auftakt. Ich habe leider keine weiteren Erweiterungen hier in diesen Badge dran gemacht, außer die leuchtenden Augen, aber das reicht, glaube ich, auch. Also voll, ich wiederhole es nochmal kurz für die Aufnahme, voll ausgestattet konnte dieses Badge-Häschen IPv6 sogar. Genau, Follow the Black Rabbit war diesmal das Motto. Wir erinnern uns, Köln war Follow the White Rabbit, diesmal Follow the Black Rabbit, fand statt vom 2.4. bis 5.4. Das sind 13 Tage nach Frühlingsbeginn und hatte 354 Tage seit dem letzten Easter Egg. Ist auch dieselbe Location wie in 2004 gewesen, 6 Jahre später. Gab wieder etwa 200 Teilnehmende. Und der Preis war, ja, ich glaube, 50 Euro und gab wieder Rabattemöglichkeiten als Vereinsmitglied und mit Skonto, da kam man wieder auf 42 Euro. Kuriosum war noch mit der URL, die auf den T-Shirts gedruckt wurde. Da stand dann muxcc.de. Aber die funktionierte. Man kam dann doch noch auf die richtigen Seiten. Heute nicht mehr, aber zu dem Zeitpunkt klappte es. Was war zuerst die Domain oder das T-Shirt? Das T-Shirt. Ich hörte da auch noch eine andere Geschichte mit der Kleidung, dass die Kleidung alle kaputt aussah. Das heißt, die hatten dann irgendwie so Löcher drin oder so. Aber irgendwie hatten alle das und das muss wohl so Designzeugs gewesen sein. Man kann es auch sehen, ja, hier, das Häschen schlüpft ja durch den Zaun durch und reißt sich dabei auch die Kleidung auf. So könnte man es ja heute interpretieren. Diese Veranstaltung war die erste übrigens, von der es Recordings gab, die auch heute noch auf mediaccc.de zu finden sind. Ja, und das ist nochmal so ein Bild von dem Veranstaltungsgelände draußen halt auf der Dachterrasse. Das Wetter war auch passend. Irgendwo unten stand auch der Nordschleuder rum. Also war schon ordentlich was aufgebaut.
Ah ja, Funk ist auch wieder dabei, wie man sieht. Eine Antenne steht auch noch da rum. Hat Spaß gemacht, ja. Kommen wir zu der Veranstaltung mit, ich möchte sagen, dem geilsten Design. Ganz ehrlich. Also Easter Hex 2011, für mich persönlich der Favorit, was das Design angeht. Diese Häschen, die sind doch einfach nur zum Knuddeln. Easter Hex 2011 fand statt vom 22.04. bis zum 25.04. ist damit das Easter Hex, was am spätesten überhaupt stattfand. Das sind 382 Tage seit dem letzten Easter Hex wieder im Eidelstädter Bürgerhaus und damit auch die letzte Veranstaltung im Eidelstädter Bürgerhaus. Denn später ist ja der Kongress dann wieder nach Hamburg umgezogen und so zwei Veranstaltungen in einem Jahr wollte sich der lokale Club hier nicht antun. Was auch sehr niedlich ist, ist das T-Shirt davon, das sogar noch im Dunkeln leuchtet. Ich weiß, ich glaube, das aktuelle macht das auch. Ne? Das ist auch wieder ein ähnliches Design. Miri, du hast so das T-Shirt von damals an. Ja, wunderbar. Ich möchte nicht sagen, wirf das T-Shirt auf die Bühne. Ich glaube, das wäre ein bisschen zu viel verlangt. Aber es waren auch schon zu viele Leute da. Also ich glaube, die 300 war noch eine gutmütige Schätzung. Ich würde eher sagen, dass es so 350, 400 Leute da waren. Ich habe jetzt auch selbst keine Bilder, aber ich habe ein Video gefunden von Markus und ich hoffe mal, dass der Ton gleich mit rauskommt. Nicht wundern, der Typo, der ist nicht von mir. Wir versuchen es einfach mal. Das Geräusch, ne? Ja, echt großartiges Wetter. War eine gute Einstimmung zum Camp damals. 2011. Wer das ganze Video sich anschauen möchte, ist noch ein bisschen länger. Es gibt noch ein bisschen mehr da drin, ein bisschen mehr Interviews auch. Kannst gerne dort anschauen. Markus, bist du zufälligerweise im Raum hier? Nee. Ja, hätte sein können. Danke auf jeden Fall dafür. Ja, mit einem Blick auf die Uhr. Ich bin mit der Zeit, sind wir jetzt schon durch, aber wir haben gerade erst die Hälfte der Veranstaltung. Habt ihr noch ein bisschen Zeit?
Ich werde auch nicht direkt rausgeschmissen. Oder sagt das Hauspersonal jetzt, ne? Machen weiter, ne? Komm, machen wir einfach. 2012 lehnt sich vom Design her an das von 2011 an, nur im Stile von Wilhelm Tell, ich glaube so ein Schweizer Nationalheld irgendwie. Veranstaltung hieß auch Crossing the Borders, denn es ging halt nach Basel, was auf Schweizer Staatsgebiet liegt, Bündnisgebiet liegt, Entschuldigung. Fand statt vom 6.4. bis zum 9.4.2012, sind 17 Tage nach Frühlingsbeginn und 347 Tage seit dem letzten Easter Hack, muss ja jetzt natürlich ein bisschen früher stattfinden, also weniger Vorbereitungszeit. Das Ganze im Kongresscenter Basel oder zumindest einem Teil davon. Ich hatte es vorhin schon, es ist die südlichste Veranstaltung. Ich meine, wären 350 Leute gewesen. Sag mir, ob es vielleicht mehr war. Ne? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Finde auch leider keine Infos sonst dazu. Der Preis, ich meine 80 Euro, bin mir ganz nicht sicher. Oder 120 Schweizer Franken, weiß ich auch nicht. Die Webseite ist auch nur so halbwegs irgendwie erreichbar. Bisschen schade. Und da ich das halt auch ein Kongresslocation war, gute zentrale Lage, aber tatsächlich so ein, persönlich fand ich so ein bisschen der Flair fehlte. Nichtsdestotrotz, das Coolste war aber bei der Veranstaltung, die kam es gerade schon im Raum, der Bunker, die Zivilschutzanlage heißt das Ding, direkt unter dem Gebäude, was dann auch als Schlaflocation genutzt werden konnte. Also mit schön so dreifach übereinander gestapelten Betten und drei oder vier Etagen nach unten gehen. Ich glaube, da gab es auch eine Küche und ein Lazarett noch irgendwie unten drin. Ich weiß nicht, ob das genutzt wurde. Ich habe leider keine Bilder von unten, vom Bunker selbst. Da habe ich keine gemacht. Keine Ahnung, ob es irgendwo welche existieren. Die Leute sind verschwunden, heißt es gerade. Naja, ich bin wieder aufgetaucht, keine Ahnung. Aber Kuriosum auch dabei, wir hatten es gerade schon kurz gesehen, dadurch, dass wir zwei Währungen hatten, die einzige Veranstaltung mit zwei Währungen, nämlich Euro und Schweizer Franken. Und da sagte Migri auch schon, Dodger gestern, der Martetaler, den sieht man jetzt hier ganz schlecht nur, es wurde ein Martetaler produziert, den man für 1,60 Euro oder 2 Schweizer Franken, damals war ein schlechter Kurs, kaufen konnte, um halt das Einlösen gegen Getränke etwas zu vereinfachen, damit man jetzt nicht mit mehreren Kassen durch die Gegend laufen musste. Ich mag den, kann man immer noch wunderbar als Einkaufswagenchip nutzen. Hat noch irgendwer sonst Martetaler? Gibt's noch Martetaler? Ich hab noch 10. Du hast noch 10. Du hast noch Kiloweise. Miguel, okay, bei dir können wir noch Martetaler erwerben. Zu welchem Preis? Gegen eine Marte, okay. Was kostet gerade die Marte hier? 2 Euro, ne? Ist schon gestiegen. Ich komme drauf zurück, ich brauche noch mal ein paar. Aber die hast du jetzt nicht dabei, oder? Du hast sie vergessen, okay. Zur nächsten Veranstaltung. Großartig. Martetaler Inflation, okay, gut. 2013, Easter Hack in Paderborn. Ne? Ungerades Jahr, aber nicht in Hamburg. Wir hatten ja mitgekriegt, Kongress fand dann zu dem Zeitpunkt hier in Hamburg im CCH statt und dementsprechend wollte man jetzt nicht zwei Veranstaltungen in dieser Stadt stattfinden lassen. Die Tasse ist auch interessant gestaltet, dadurch, dass direkt ein Umrührer, Eierlöffel, keine Ahnung, was auch immer, mit zu der Tasse dazu gab. Ich habe aber auch sehr viele Zerbrochene gesehen, weil die doch sehr fragil hier irgendwie an der Seite befestigt sind. Aber finde ich eine nette Idee. War schon gut gemacht so an der Stelle. Lässt sich aber dadurch ein bisschen schwieriger reinigen und Spülmaschinen feste die eh nicht. Die Veranstaltung selbst. Ich habe tatsächlich komischerweise wenig Erinnerung an die Veranstaltung. Es gibt auch keine Bilder irgendwie noch im Netz. Ich habe selbst keine gemacht davon. Und es fühlte sich,
Es fühlte sich irgendwie eng an, hatte ich das Gefühl. Und das ist auch so ein bisschen das Feedback, was ich noch nachlesen konnte. Interessanteste war, denke ich, die Hackertours zu dem Zeitpunkt, denn das Heinz-Nixdorf-Museumsforum war fußläufig erreichbar. Und wer es nicht kennt, dort ist eines der ältesten Datenklos auch ausgestellt in der Dauerausstellung, kann es sich dort auch noch anschauen. Wir hatten zu der Veranstaltung einen Wechsel von Pentabarf zum FRAP. Wir erinnern uns, es gab da mal so Tools zum Vorbereiten von Veranstaltungen. Da gab es ja mal einen Rewrite und das wurde dann das FRAP. Das Einzige, was ich von der Veranstaltung noch habe, ist ein Lost-Eintrag, der auf der Webseite zu finden ist. Und zwar der Vincor Nixdorf Magnetkartenleser und Schreiber, der vorne rechts im Hackcenter auf dem Tisch stand, war nicht zum Mitnehmen gedacht. Auch wenn er vielleicht so aussah, der Münchner CCC freut sich über Hinweise zum Verbleib unter dieser genannten E-Mail-Adresse. Danke. Wir waren gerade am Entwickeln einer Open-Source-Ansteuerung und würden die gerne fertigstellen. Ich muss mal in den Raum fragen, da ich das noch auf der Webseite stand. Wird der immer noch vermisst oder hat der mittlerweile wieder den Weg zurückgefunden? Der ist noch vermisst, höre ich gerade. Falls die Person, die 2013 den Vincor Nixdorf Magnetkartenleser und Schreiber mitgenommen hatte auf dem Easter Hack, bitte melden. Bitte melden, wird noch vermisst. Die Open Source Ansteuerung ist noch nicht fertiggestellt. Wäre großartig. Also er hat als letzte Amtshandlung eine Packstationskarte auf eine Bahnkarte kopiert. Okay, das kann man damit machen. Ja. Okay, vielleicht können wir das auch auflösen zum nächsten Easter Hack oder so. 2014, jetzt wird's grün hier. Die IKEA-Woche, richtig, es geht ins Ländle. Nach Stuttgart vom 18.04. bis zum 21.04. 29 Tage nach Frühlingsbeginn oder 382 Tage seit dem letzten Easter Hack. Das Ganze fand statt in der Kulturhaus Arena und im Shackspace, habe ich vergessen dazu zu schreiben, pardon, liegt direkt nebenan, das war damals die Location des dortigen Hackspaces. Und ich meine, es waren etwa 500, 600 Leute da. Es hat sich halt einfach recht stark verteilt so auf diese beiden Locations. Preis 42 Euro, konnte gehalten werden, stabil. Aber auch die Webseite ist wieder nur in der Wayback-Maschine zu finden. Ja, die Tasse an sich, recht stabil. Auch sogar noch ein Aufkleber unten drauf. Passt schon. Einzige ist, die ist so produziert, wenn ich die fallen lasse, muss gekehrt werden. Ja, nochmal ein bisschen Bilder vom Shackspace, vom Dach oben. Die Arena ist auf dem unteren Bild auf der linken Seite zu sehen. Da ging es noch hinten rein. Warum stand ich auf dem Dach? Ich habe Antennen montiert, also deshalb muss man auch nach oben raus. Kuriosum bei der Veranstaltung war, der Karfreitag wurde abgesagt. Also die Veranstaltung am Karfreitag, nicht der Karfreitag selbst. Der Karfreitag war der Stadtverwaltung so heilig, also heiliger als in Köln noch, dass überhaupt keine Veranstaltung am Karfreitag stattfinden durfte. Offiziell. Auch eine Veränderung, die in dieser Veranstaltung war, sind weniger lange Workshops gewesen. Das ist tatsächlich die erste Veranstaltung, wenn man so in den Kalender reinschaut oder in den Fahrplan reinschaut, so heißt er doch, findet man sehr viele kurze Vorträge anstatt langer Workshops. Das hat sich da zu dem Zeitpunkt ein bisschen gewandelt. Es wurde dann doch mehr zu einer Vortragsveranstaltung. Auch ein Kuriosum noch ist, dass Ausrichter dieser Veranstaltung nicht der CCC München war oder der entsprechende Verein dahinter, auch nicht der Shackspace, sondern es wurde eine Bobby Tables Veranstaltungs- und G-Haftungsbeschränkung gegründet. Wir kennen alle Bobby Tables, Semikolon. Und
ich hörte auch, dass weitere Easter Hacks inzwischen mit einer eigens dafür gegründeten UG haftungsbeschränkt ausgerichtet wurden, um halt das Haftungsrisiko ein wenig zu begrenzen. Auch ein interessantes Hacking-Konzept, wie hacke ich Veranstaltungen im rechtlichen, organisatorischen Sinne. Ja, Location noch mal ein bisschen von außen, der Checkspace mit ganz vielen Grafik in den Fenstern, Funken. Ich sagte schon gerade, wir haben irgendwie rumgefunkt auch. Was mir fehlt leider ist, ich hörte davon, es gab so ein Billboard an der Straße, also ne, diese großen Displays, wo dann irgendwie Anzeigen drauf waren. Ich hörte auch davon, da gab es irgendwie so eine Nyan-Cat, die dann irgendwie da drüber geflogen ist. Das fehlt mir leider. Wenn davon noch irgendwo etwas existiert an Archivmaterial, gerne auch wieder zu Dodger, der sammelt sowas. Kommen wir zum Jahr 2015 nach Braunschweig. Die kehren sich überhaupt nicht, denn das Motto lautete We don't care. Sehr passend. Die Tasse finde ich sehr nice, weil es doch eine praktische Dosierhilfe gab für WD-40, Tee, Kaffee, Mate, Cold Brew und Energy. Cooles Design. Das T-Shirt hat auch wieder im Dunkeln geleuchtet, auch sehr gut geeignet. Und was es noch dazu gab, 2015, wir erinnern uns, gab es ein Chaos Education Camp. Und damit man auch noch morgen kräftig zubeiten kann, ein Werkzeug dazu mit, ja, ich habe die Dinger schon irgendwo mal bei diesem Verein, ich glaube Bundeswehr gesehen, ähnliches Design, aber hier steht ESEC 2015 drauf. Sehr praktisch. Ich muss auch sagen, dass die Küche dort verdammt gut war. Also was dort angeboten wurde, das war schon ordentlich. Wer jemals mal auf einer, wie heißt diese kleine Veranstaltung? Hacken Open Air, danke. Auf dem Hacken Open Air war, wird dort eine ähnlich gute Küche vorfinden. Es sind dieselben Leute, die dahinter stecken. Die Küche selbst in dem Gebäude war dann auch irgendwann rauchfrei, nachdem man dann mal dort den Rauchabzug geöffnet hatte, der niemals vom Gebäudeeigner irgendwie geöffnet wurde und wohl vergessen wurde. Selbst war auch ähnlich wie in Stuttgart eine Doppellocation. Also es fand in zwei Gebäuden statt. Man musste ab und zu mal durch dieses draußen gehen, um vor allen Dingen von dem einen Gebäudeteil mit der Küche zum XL Hack Center auf 3 Etagen zu kommen. Und dazwischen war auch ein Mühlbach gelegen. Ne? Es war in der Mühle, hat man gerade gesehen. Oh, warte mal, bin ich die Statistik durchgegangen? Nee, ne? 3.4. bis 6.4. 13 Tage nach Frühlingsbeginn, 347 Tage seit dem letzten Easter Hack. Jugendzentrum Mühle in Braunschweig, also auch sehr citynah, so in der Altstadt. Ich meine etwa 500 Teilnehmende, auch zum Preis von 42 Euro. Mehr dazu wieder in der Wayback-Maschine im Archive.org. Genau, Mühlbach dazwischen gelegen. Die Bilder habe ich im Grunde nur, weil dort die Antennenkabel auch drüber gingen. Funker waren irgendwie links im Gebäude und die Wiese mit Antennen rechts. Aber es wurde auch so ein Dom aufgebaut. Wir erinnern uns, Camp 2015, da hat dann auch schon der Club dort, der Stratum Null, der Lokale, quasi versucht, schon mal den Dom vorab aufzubauen. Wir fahren wieder nach Österreich, nach Salzburg, kurz hinter der Grenze, zu den Hackfestspielen in Salzburg. Vom 25.03. bis 28.03. auch wieder sehr früh im Jahr, 5 Tage nach Frühlingsbeginn mit 354 Tagen seit dem letzten Easter Hack. Die Tasse ist etwas klein geraten, aber hat auch wieder einen praktischen Henkel dran, diesmal aus Kunststoff und auch wieder ein doppelwandiges Metall, was etwas länger warm halten soll. Ich meine, es waren so etwa 400 Teilnehmende da, bin mir nicht ganz sicher bei der Zahl, muss ich ganz ehrlich sagen. Bitte? 350 Teilnehmende und 400 Tassen. Gut, dann habe ich die 400, war zumindest einmal richtig. Danke sehr für die Korrektur. 42 Euro der Preis auch und man kann auch noch ein paar Sachen auf der Webseite nachlesen. Das Beste an der Location war, ich saß dann irgendwann im Frühstücksbereich mit der Tasse, guckte mich so ein bisschen um und dachte mir, wow, was für eine geile Panoramatapete hier doch irgendwie angebracht wurde, bis mir auffiel, dass sich diese Bergbahn dort bewegt hat.
Also, das Panorama, ganz ehrlich, ich glaube, das wurde von keiner Veranstaltung bisher getoppt. Es gibt noch einen zweiten Kandidaten, der eher näher dran ist, aber dieses Panorama, es war schön. Man konnte einfach stundenlang zugucken. Nee, die Tasse ist nicht serienmäßig personalisiert, ist tatsächlich draufgeschrieben. Ich habe irgendeinen Lackstift verwendet, deshalb ist das noch nicht abgegangen. Also tatsächlich, mittlerweile nutze ich die Tassen auch nicht mehr auf den Veranstaltungen, sondern die landen bei mir direkt im Archiv, so gesehen. Und ich bringe immer eine zweite Tasse mit. Eine andere Erinnerung an diese Easter Hack habe ich an dieses herrliche Teil. Offensichtlich bin ich nicht der Einzige damit. Das Potty Boom Boom. Was ist das Potty Boom Boom? Diese Veranstaltung hatte einen Mangel, nämlich die Anzahl der Toilettenplätze. Damit die Toilettenplätze nicht in großer, langer Zeit besetzt werden, wurden, ist irgendwie ein kleiner Raspberry Pi, man sieht ihn rechts hinter dem Fernseher, an einem Lautsprecher, der da irgendwie noch existiert, angeschlossen worden, und es wurden in einer Dauerschleife herrlichste Musikvideos gespielt. Teilweise nur auf eine Stunde runtergekürzt von den 10 Stunden, mit den tollen Titeln wie Look at My Horse, man sieht es hier auf dem Bild auch, Taking the Hobbits to Isengard, die vorhin schon genannte Nyan-Cat, oder auch mit den Specials wie das Modul Computerliebe, 7200 Schilling, wir erinnern uns, in Österreich, die alte Währung dort. Der gute Track, wer nicht kennt, sollte ihn mal sich anhören. Oder auch die Eurocats, Surfen Multimedia. Und ich muss sagen, aufgrund der Lautstärke und der Intensität dieses Erlebnisses auf dieser Toilette wurde doch die Aufenthaltsdauer stark verkürzt. Es war aber trotzdem großartig. Ihr könnt es heute auch noch runterladen. Leider sind einige der Videos mittlerweile aus dem Internet verschwunden. Aber es gibt den Code noch dort, falls ihr so ein Ding auch zu Hause braucht oder in eurem Hackspace. Viel Spaß damit. Ja, was ich auch sehr schön fand, tatsächlich, ne, ihr merkt ja, ich bin inzwischen Funkamateur, nachdem ich ja dann 2004 mal so eine Karte gekriegt habe, hat mich dann doch dann irgendwie dazu gerissen, das zu machen. Und wir konnten auch aufs Dach drauf und dort Antennen aufbauen. Das Schöne ist, in Österreich, kurz hinter der Grenze, darf man schon mit anderen Leistungen funken, die in Deutschland nicht erlaubt sind auf Frequenzbändern, und das hat dann doch schon etwas mehr Spaß gemacht. Dann gab es auch noch solche Geräte dort vor dem Gelände, so komische Poller, wo nur Busse, Anwohner, Taxen durch durften, wir hinterher auch. Man sieht, es ist ja nur Funk drin. Und, ey Ray, du wolltest mir noch ein Video schicken davon, wie das hoch und runter geht. Ist online, das Video. Okay, gut. Könnte man hinterher noch mal reinwerfen. Es gibt ein Video noch dazu, wie es hoch und runter gefahren wird. Wurde das eigentlich mit, hier, was auf dem Camp rausgegeben wurde, mit einem Radio gemacht? Mit einem Radio wurde es gemacht. Okay. Ja. Ja, also, ne, man kann auch solche Sachen mal durchaus sich anschauen, mal gegentreten und gucken, ob es sich bewegt. 2017. Mülheim am Main, das ist Hessen. Die Hessen haben so Becher, die heißen Bembel, die sind irgendwie so komisch gemustert, und der Kaffee wurde dann auch aus so solchen Tassen rausgegeben. Das ist die Edition Schwarz. Ich hörte, es gibt die Edition Goldstaub noch davon, oder was, Silberstaub. Auf jeden Fall gibt es noch eine zweite Blim-Blim-Edition, die ich leider nicht habe. Auch wieder dort fehlt mir eine zweite Tasse offensichtlich. Das Coole an der Location war, dass es eine Camping-Area nebenan gab. Das hat mir, ich denke, bisher bei keinem weiteren Easter Hack gehabt. Ich weiß, dass bei der Veranstaltung, die jetzt hier gerade stattfindet, dick und fett auf der Webseite drauf stand, kein Camping möglich. Aber da ging es, da gab es auch einen großen Parkplatz neben der Veranstaltungshalle, denn das ist so ein Veranstaltungsgelände aus den 80er Jahren gewesen. So fühlte es sich auch an, 80er Jahre Westdeutschland, also sprich mit so Holzvertäfelung an den Wänden und irgend so ein Lampenpalast, wo andere stolz drauf gewesen wären wahrscheinlich. Aber irgendwie war die Veranstaltung cool, fand ich. So von der Location her, von dem, was drin gemacht wurde, von der Kegelbahn unten. Sowas musste irgendwie dabei sein.
Ja, es war schon was. Hatte was. Aber ich habe auch nicht viel mehr coole Bilder davon. Aber viele waren wahrscheinlich selbst da, ne? Kurz mal Hand hoch, wer war 2017 auf dem Easter Hack? Ja, knapp die Hälfte so hier. Ja, passt schon. Sehr gut. Deshalb, fortgeschrittene Zeit, wir hüpfen schnell weiter. Der Hase hüpft weiter. Ach nee, warte mal, habe ich hier die ganzen Dinge habe ich doch gar nicht mitgegeben, ne? 14.04. bis 17.04. 27 Tage nach Frühlingsbeginn, 382 Tage seit dem letzten Easter Hack. 500 Teilnehmer in etwa, 42 Euro. Gab auch wieder Frühstücksbuffet und so, war auch ganz ordentlich. Pizza, glaube ich, auch, ne? Genau. 2018. Die Tasse erinnert doch so ein bisschen an 2003, auch wenn es ein bisschen anders ist, ne? Anderes Design auf jeden Fall. Und es ist nicht mehr eingebrannt, sondern aufgedruckt. Das heißt, in der Spülmaschine fallen auch mal die ein oder anderen Buchstaben ab. Man hat dann hinter Buchstabensuppe in der Spülmaschine unten drin. Das Motto Rabbits and Butterflies vom 30.03. bis zum 2.04.2018. 10 Tage nach Frühlingsbeginn, 347 Tage seit dem letzten Easter Hack in Würzburg, dem Vogel Convention Center. Ich glaube, da wurde auch öfters mal die Location wieder durch die Gegend geworfen, beim vorigen auch, und dann ist das irgendwo hinter die Location geworden. Ich meine, es waren etwa 600 Teilnehmende für 42 Euro wieder Eintrittspreis. Ja, schlichte Messehallen kennen wir ja schon von den Kongressen zu dem Zeitpunkt, die ja in Leipzig stattfanden. Und irgendwie hat man dann doch versucht, diese schlichten Messehallen etwas schön zu gestalten. Naja, also gab ein bisschen was Buntes, ein paar Tische. Man konnte sich auf jeden Fall treffen, austauschen, Workshops machen, Vorträgen lauschen, Musik lauschen oder auch draußen auf dem Vorplatz in gemütlichen Sofas durch die Gegend fahren. Manche erinnern sich offensichtlich daran. Oder Bobbycars. Ja, es gab schon mehr Bewegung da auch irgendwie. Und ich habe dann herausgefunden, das Eventphone hatte einen Test gemacht. Es gab eine Anmeldung, beziehungsweise es wurden zu einem Zeitpunkt mal alle Geräte, ungefähr 200, die damals angemeldet waren, abgemeldet, um sich dann wieder selbstständig, also ne, man muss dann halt einmal sich wieder anmelden, um so einen Test zu machen für den danach stattfindenden 36C3, oder nee, war es 35C3, glaube ich, wo dann auch mehrere tausend Geräte von Hand selbstständig angemeldet werden sollten. Dazu wurde die Haustonanlage verwendet mit einer Einspielung. Hallo, hier spricht Eventphone mit einer wichtigen Information. Wir möchten dein Decktelefon um 16 Uhr vom System abmelden und bitten dich, dann dein Telefon erneut zu registrieren. Wir machen das, um auf diesem Event die in den letzten Tagen implementierten Bugfixes in der Selbstregistrierung zu testen. Dies gibt uns wertvolle Informationen, die auf großen Events wie zum Beispiel dem Kongress helfen, schneller viele Geräte zu registrieren. Diese Ansage kannst du unter der Rufnummer 2000 erneut anhören. Dies ist keine Übung. Vielen Dank. Event von Stay Connected. Das ist ein Dreck. Wer denkt sich denn immer nur so einen Scheiß aus? Eventphone. Wisst ihr, 2004, München, ne? Erinnert euch, hier, mein Hase ist schwarz. Waren ja das erste Mal da und haben jetzt so lange gebraucht, dass man sich jetzt endlich mal selbstständig anmelden kann. Aber funktionierte. Eigentlich ziemlich cool. Test hat funktioniert, hat auf dem Kongress danach funktioniert, größtenteils. Und irgendwie machen die sich selbst überflüssig, habe ich das Gefühl. Nicht ganz. So, kommen wir mal fast zum Ende der ganzen Reihe hier. 2019. Wieder Österreich. Wieder 7200 Schilling. Nee, nicht ganz. Bun intended, die Veranstaltung. 30 Tage nach Frühlingsbeginn vom 19.04. bis zum 22.04., also das zweitspäteste Easter Hack, wenn wir es so sehen. 382 Tage seit dem letzten Easter Hack.
und fand statt in der TU Wien, also ne, Metalab eh zu klein geworden. Ja, Teilnehmer etwa 500, ich glaube mehr. Ich hatte das Gefühl, es waren mehr. Ja, wer weiß, wie viele Leute da noch irgendwie rausgegangen sind. Konnte aber für 42 Euro weiterhin angeboten werden. Die Tasse selbst, ziemlich cool. So schwarzes Tafelkreide-Design, wie das Gebäude ja auch viel war. Ne? Gab ja dort so Schulungsräume, ist ja eine Uni gewesen. Ich hatte auch ab und zu das Gefühl, dass wenn ich wieder die Schulbank drücken würde, so vom Feeling her. Es gab auch ein Stückchen Kreide dazu, um die Anzahl der Kaffee am Tag zu markieren. Warum ist meine Tasse weiß, genau. Also 2004 schwarz der Hase und später dann weiße Tasse, genau. Aber ich denke, das Coolste an der ganzen Location war die Dachterrasse. Die Dachterrasse und der Innenhof, der war auch ganz cool. Aber die Dachterrasse, Leute, also großartig. Nicht nur bei Tag, auch bei Nacht. Großartig, Dachterrasse. Und es war halt schon irgendwie sommerlich warm. Klimawandel sei Dank. Nee, scheiße. Was wir nicht hatten auf der Veranstaltung, war Amateurfunk. Aber direkt nebenan im Gebäude gab es auch Funk von der TU. Von da war das nicht ganz so schlimm. Die hat eine coole Anlage da stehen. Die Telefonzelle vom Metalab ist rübergebracht worden. Wir kennen sie auch von anderen Veranstaltungen. Und es gab sehr viele Hackertours, hatte ich das Gefühl. Also zu etlichen Locations raus, war ziemlich cool organisiert. Wo sich andere noch dran erinnern oder vielleicht auch nicht dran erinnern, war die Chunkbar mit angeschlossenem Karaoke-Betrieb. Schön auch direkt zum Ausgang zur Dachterrasse. Und ich denke, was es am besten zusammenfasst, wir hatten ja gerade gesehen, dass das POC hat ja so sehr viel automatisiert und irgendwie hatte ich das Gefühl, die hatten 2019 auf dem Easter Hack nichts mehr zu tun. Und haben dann irgendwie angefangen auch zu singen. Und haben da irgendwie so einen Hit draus gemacht. Deckt richtig geil. Und ich finde, dieses Video spiegelt doch ganz gut wieder, wie cool diese Dachterrasse war. Und die Veranstaltung. Und irgendwie die Stimmung ist so richtig schön mit drin, so richtig geil. Und ich glaube, wir müssen uns das ganze Ding einfach jetzt mal antun. Diese 3 Minuten.
MCST, das war dein Applaus, richtig geil. Und die Veranstaltung auch, richtig geil. Lustig ist ja, der Track, der da unten drunter lag, der lief ja schon beim Easter Egg 2006 in Wien hoch und runter. War ja dann das Originallied, was da in den Charts war zu dem Zeitpunkt. Also irgendwie hat dieser Song hat immer so Wien-Vibes bei mir. Ja, ihr merkt, macht ein Easter Egg, macht geiles Wetter, macht eine Dachterrasse und dann bleibt es auch in Erinnerung. Aber dann hatten wir erstmal ein paar Jahre, die etwas anders aussahen. Ich habe hier was zusammengefasst, ist auch nicht Easter Egg gewesen, es hieß ja DVOC, digital verteiltes Online-Chaos. Ich weiß nicht, wer auf dieses Akronym kam, also so, wenn man so rückwärts liest, sind satanische Botschaften oder so drin, wer weiß. Hatte auch irgendwie drei verschiedene Mottos gehabt, Hidden Service, Reboot to Respawn und Bridge in Bubbles, fand dann entsprechend an den Osterterminen statt. Ort, Internet, keine Ahnung, wie viele Teilnehmende es gab, konnte man nicht so richtig zählen. Gab dann auch so virtuelle Welten dazu oder am Anfang nur Vorträge. Es gab auch Dekt, war richtig geil, daheim. Das hat dann doch, glaube ich, dazu gebracht, dass ganz viele Leute irgendwie zu Hause sich in so ein Dekt-VPN mit eingeloggt hatten und dann auch mal Eventphone daheim nutzen konnten. Und wenn ich das richtig sehe, ist es bei vielen noch konfiguriert. Also ab und zu schlägt bei mir zu Hause auch noch ein Anruf aus dem Eventphone-Netz auf. Lassen wir diese Zeiten hinter uns, gehen wir ins Jahr 2023. Das ist jetzt 20 Jahre Easter Hack oder ein wenig mehr inzwischen. Back to Root. Vom 7.4. bis 10.4., das ist jetzt 2023, das sind 18 Tage nach Frühlingsbeginn und 1446 Tage seit dem letzten Easter Hack. Die nächste Vorbereitungszeit hier, Kampnagel, Hamburg, mit Teilnehmenden 999 Planungen. Die richtigen Zahlen werden wir am Montag auf der Abschlussveranstaltung hören. Der Preis von 42 Euro konnte nicht mehr gehalten werden, dadurch, dass halt die Inflation so stark halt zugeschlagen hatte, dass etwa 40% Aufschlag dabei war. Die Webseite ist glücklicherweise erreichbar, auch wenn man sie auf der EasterHack-EU-Seite nicht unbedingt immer direkt findet. So, da fehlt es irgendwie eine Auflistung, aber ich denke, das wird auch nochmal nachgeführt. Die Tasse? Ja, stabil. Auch wieder ein niedliches Design, was sich so an das von 2011 und 2012 anlehnt. Gefällt mir. Wobei es da, glaube ich, auch sehr starke Diskussionen zu gibt, was macht diese nicht geleerte Spritze am Rand, wie auch immer. Auf jeden Fall größte Location bisher, wo wir in Easter Egg hatten, aber in der Einführungsveranstaltung gestern, Öffnungsveranstaltung, hieß es auch schon, muss nicht so groß bleiben, darf auch wieder schrumpfen. Es ist halt einfach mal unsere Party mit 20 Jahren Easter Egg. Vielleicht können wir zu 23 noch mal eine geile Party machen, vielleicht zu 42. Ihr kennt die Zahlen alle. Es ist aber auch die erste Veranstaltung, wo ein Easter Hack in Hamburg stattfindet und im selben Jahr vermutlich wohl auch der Kongress, wir schauen noch mal, was es alles gibt, auch in Hamburg stattfinden wird. Wir sehen es mal. Auf jeden Fall kann ich nur sagen, danke Easter Hack. Vor allen Dingen auch an alle Wesen, die Ostern sich Zeit genommen haben, das Ganze organisiert haben und auch Ostern seit Jahren zu einem ganz besonderen Fest machen. Und vor allen Dingen auch, wenn ich so jetzt schaue, ich muss nur alle drei Wochen Tassen spülen. Danke euch! Ich habe nur 40 Minuten überzogen. Klappt doch. Frank, ist das Mikro aufgeschaltet? Test, Test. Wann wurde denn Pre-Talks eingeführt? Das was eingeführt? Pre-Talks. Ich habe es immer noch nicht akustisch verstanden, sorry. Du hattest Pentabath und Frap erwähnt. Und dann muss man natürlich auch Pre-Talks erwähnen. Weil ich glaube, ich meine, diese Veranstaltung jetzt ist die erste mit Pre-Talks. War 2019 auch schon in Wien mit Pre-Talks? Okay, stimmt, danke. Pentabath und Frapp, die ich erwähnt hatte, Pre-Talks, das ist das nächste Programm, was da verwendet wird. Dann war es schon 2019 in Betrieb, okay.
Danke für den Zusatz. Sonst noch Fragen, die ich vielleicht noch aus dem Gedächtnis beantworten kann? Oder Anmerkungen, Anekdoten noch? Ich habe im Internet ausgeschaltet an meinem Rechner. Bei Vorträgen ist das manchmal besser. Aber das finden wir bestimmt, das kann lässt sich nachreichen. Okay. Heute ist Samstag, Kar-Samstag, es darf Party gemacht werden. Macht Party, trinkt mehr Chunk oder andere Getränke, finanziert die Veranstaltung, habt Spaß und guckt, ob ihr vielleicht nicht auch ein eigenes E-Steak machen wollt demnächst.